habe die Ehre. In diesem Video geht es darum, warum Marketing die Brücke ist zu deinem Erfolg und wie du diese bauen kannst. Du schaust das Video sicherlich, weil dir noch die Erfolge fehlen, weil du noch keine Kunden hast, weil du noch verzweifelt auf der Suche bist nach der richtigen Strategie und auch noch nicht genau eine Klarheit hast, wen du denn genau ansprichst und wie du deine Kunden genau erreichst und dann auf welchem Weg. Die Situation kenne ich super gut, besonders weil ich anfangs, wenn du anfangs viel Geld reinsteckst in dein Business, in dein Geschäft, in deine Fortbildung, in Seminare, du eignest dir viel Wissen an und du verstehst, was dieses Wissen bringt und wie es dich weiterbringt, wie es dir hilft, wie es auch anderen hilft, wie du davon unterrichtest oder denen du davon erzählst und du möchtest damit auch Geld verdienen und deine Selbstständigkeit aufbauen und auch dein Lebensunterhalt damit sichern, dann ist es für mich ganz wichtig gewesen oder von entscheidender Bedeutung, dass ich dann anfange, mich danach nach einer Strategie umzuschauen, die auf mich zugeschnitten ist und die mir auch erlaubt, meine Hilfestellung zu vermarkten. Und das ist mir lange Zeit nicht gelungen. Ich habe viel Zeit verschwendet, viel Energie. Ich war auf etlichen Seminaren, habe mich dann auch im internationalen Bereich umgeschaut, bin dann auf einen kanadischen Coach gestoßen, JT Fox, der das Ganze aber auf seine Art und Weise aufgezogen hat, mit sehr viel Psychotricks und so weiter, Leute an sich ranzuziehen, war nicht sogar meine Sache, um einfach irgendwas zu verkaufen, was einem auch, oder einen Weg zu benutzen, eine Art und Weise, die einem eigentlich gar nicht zusagt. Und ja, dann habe ich viel rumexperimentiert und habe lange Zeit gebraucht, wie gesagt, damit ich auf was stoße, was mich wirklich anspricht und was mir auch erlaubt, einem Prozess zu folgen, den ich verstehe und dem ich auch Vertrauen schenke, dass er mich zu meinem Ziel bringt. Und warum vergleiche ich Marketing jetzt als Brücke? Ich denke, es ist einfach so, du bist auf der einen Seite des Ufers, hast schon viel an dir gearbeitet, hast eine enorme Hilfestellung schon die aufgebaut, ein Angebot aufgebaut, ein Programm. Du bist voll dabei, dein Ding zu machen. Hast doch schon vielleicht das eine oder andere Angebot an Kunden gestellt. Hast doch schon mit Menschen gesprochen, die dir helfen oder die deine Hilfe beanspruchen wollen, aber es nicht geschafft, irgendwie dich richtig entsprechend zu vermarkten, dass es sich auch gut für dich anfühlt. Und was ist jetzt die Brücke oder was sind die Bausteine der Brücke, um auf die andere Seite zu kommen, ist für mich ganz einfach dass du erstens mal eine Anleitung bekommst von jemandem, der es versteht, welche Schritte notwendig sind, um diesen Weg zu gehen und möglichst mit geringen Hürden und Widerständen ihn zu gehen. Zweitens, dass man sich nochmal genauer Gedanken macht, wem man eigentlich helfen will, sprich seine Zielgruppe zu definieren. Drittens, was du dieser Zielgruppe denn genau anbietest und was du ihr oder was du deinen Zielkunden auch versprichst. Und viertens, auf welche Art und Weise willst du deine Informationen, willst du deine Hilfen der Zielgruppe, deinen Kunden, deinen potenziellen Kunden vermitteln? Da gibt es ja etliche Wege. Es gilt dann eben rauszufinden, welcher ist der für dich am geeignetsten, wo fühlst du dich am wohlsten, was kannst du einfach jederzeit machen bei was hast du auch Spaß. Ich denke, bin ich überzeugt davon, der Spaß ist ganz wichtig. Weil wenn der Spaß fehlt und die Inspiration fehlt, dann
besteht die Gefahr, dass du mal aufgibst. Und ja, sobald diese Brücke eben mit einem klaren Prozess, einer klaren Strategie, die einleuchtend ist, die mir auch geholfen hat, geradlinig wie möglich zu gehen. Wenn die mal da ist, dann fällt das ganze Unternehmen, Marketing, Kundengewinnung viel leichter. Und somit schaffst du es, auf die andere Uferseite zu kommen, wo dann deine Kunden warten, wo deine materiellen, deine immateriellen Ziele sind, wo deine Freiheit ist, sei es finanziell oder auch anderweitig. Und es ist einfach genial, dahin zu arbeiten, weil letztlich ist der Weg das Ziel. Und wenn du Spaß dran hast, den Weg zu gehen und die Brücke zu bauen, dann ist es gar nicht mehr so wichtig, das Ziel zu erreichen. Klar darf man das Ziel nie aus den Augen verlieren, aber genau zu welchem Zeitpunkt und ob die Brücke jetzt wirklich hundertprozentig symmetrisch ist und perfekt, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass man Spaß dabei hat, dass man versteht, was man macht, dass man nicht im Dunkeln tappt und nicht mehr auf verlorenen Fuß alleine sich irgendwie den Weg durchschlägt zu Kunden, vielleicht auch sogar nicht zu den richtigen. So, ich hoffe, das hat dir geholfen. Du kannst mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn dir Spaß gemacht hat zuzuschauen, dann hinterlass mir auch einfach mal ein Like, abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Leite es weiter an Menschen, die sich auch mit dem Thema Marketing beschäftigen, die als Coaches, Consultants unterwegs sind, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen. Und ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder zuschaust. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und viel Spaß bei der Umsetzung, viel Spaß beim Tun. Bis dann. Ciao.